Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Makramee-Anleitung und einem weiteren Makramee-Anleitung-Grundlagen-Video. Heute zeige ich dir, wie du mit vier Fäden hier diese runde Art zu flechten machen kannst. Ich habe dir das natürlich hier in zwei Farben dargestellt, damit du es besser erkennen kannst. Im Normalbetrieb sieht das Ganze natürlich dann so hier einfarbig aus. Und vielleicht nochmal im Direktvergleich, das hier also geflochten mit vier Fäden im Vergleich dazu mit drei Fäden. Sieht das Ganze viel flacher aus. Die Variante mit vier Fäden ist also viel voluminöser und du kannst damit ganz andere Effekte erzielen. Die Technik lässt sich am besten verstehen, wenn du dir das Ganze in zwei verschiedenen Farben anordnest. Normalerweise hast du natürlich vier Fäden in der gleichen Farbe. Du beginnst auf der rechten Seite, nimmst den ganz äußersten rechten Faden, führst diesen unter den beiden mittleren drunter durch und kommst dann zwischen den beiden blauen heraus und legst das Ganze wieder nach rechts. Also dieser Faden ist der, der am Anfang ganz rechts lag und das der zweite von rechts und die haben jetzt beide die Positionen getauscht. Als nächstes gehst du mit dem ganz linken, also mit dem blauen, auch wieder zwischen den beiden mittleren drunter durch und kommst zwischen den beiden roten heraus, legst das dann wieder nach links. Das heißt, dieser blaue Faden ist der, der am Anfang ganz links lag, dieser rote nochmal zur Erinnerung ist der, der am Anfang ganz rechts lag und jetzt ist hier der zweite ursprüngliche blaue als ganz linker und der zweite ursprüngliche rote ganz rechts. Das ist eigentlich auch schon das ganze Pattern. Jetzt gehst du nämlich wieder von vorne los. Also nimmst du hier diesen roten Faden, der noch nicht gearbeitet hat, gehst wieder zwischen den beiden mittleren drunter durch, kommst hier aus den beiden blauen heraus und legst dir das Ganze wieder nach rechts. Dann den ganz linken, der also auch noch nicht gearbeitet hat, der blaue, wieder in der Mitte drunter durch und zwischen den beiden roten herauskommen und wieder nach links legen. Das ist ein bisschen knifflig am Anfang, die Fäden richtig festzuhalten, dass dir hier nichts verrutscht. Aber wenn du das mal mit großen Fäden wie ich hier übst, dann wird das schon. Als nächstes, wie gesagt, wieder den ganz rechten roten hier unter den beiden mittleren drunter durch, aus den blauen herauskommen und wieder nach links führen. Und jetzt hier den ganz linken blauen auch wieder drunter durch, zwischen den beiden roten heraus und das Ganze wieder nach links führen. Auf die gleiche Weise gehst du nun immer von rechts außen mit den roten und von links außen mit den blauen Fäden Richtung Mitte und führst dieses Pattern immer weiter fort.